Wir zeigen dir heute die neue InColor Nachtblau. Wir haben viele verschiedene Farbkombinationen für dich zusammengestellt, die wir dir anhand unserer selbstgebastelten Karten zeigen. Tanja und ich haben uns die 5 Farben aufgeteilt und wir zeigen dir täglich eine neue Farbe. Ich bin Anja. Und ich bin Tanja. Zusammen sind wir Lüftchen mit Rad. Viel Spaß mit den neuen Farben. Hallo Anja. Hallo Tanja. Hallo du vom Monitor. Ich singe das immer, ich weiß auch nicht warum, aber jetzt bist du ja da und wir gehen ins Nachtblaue. Ja, ich wollte irgendwie einen Spruch machen, es ist mir nicht mehr eingefallen. So, und wir starten wieder mit meiner Monochrom-Karte, die auch drinnen einmal gestempelt ist. Es ist nicht nochmal gemattet, aber direkt gestempelt und ein bisschen Farbkarton drauf. Und hier wieder mit diesen tollen Bubbel-matten Akzenten. Runde Akzente in matter Optik. Kommt aus dem Off. Sehr gut. Aber die haben diesen wunderschönen Ombre-Effekt. Also sind hell und dunkel und beleben das Ganze nochmal ein bisschen. So. Ich habe auch nochmal mit dieser Teezeit mit diesen fertigen Karten und Umschlägen gearbeitet und praktisch nur gestempelt und noch ein paar süße kleine Schmetterlinge drauf verteilt. Und ich habe tatsächlich hier Papageiengrün genommen und Gartengrün, Frisianlila, weil Frisianlila hier auch auf dem Umschlag ist und natürlich Nachtblau. Und hier kannst du auch nochmal die Cordel sehen. Die finde ich auch wirklich schön. Ich habe sie sehr selten verwendet, nämlich nur bei dieser Karte. Und hier haben wir noch eine kleine Karte, die habe ich fast übersehen. Die ist so schön. Und da kann man nämlich super erkennen, dass Nachtblau eigentlich nur ein dunkles Frisianlila ist. Nein, ein dunkles Orchideenlila. Frisianlila. Orchideenlila. Ja. Weil ich hier mit Nachtblau und Stempelfarbe auf Aquarellpapier mit Wasser koloriert habe. Und dadurch sieht man schon, wenn man Nachtblau jetzt mit Wasser vermischt, wird das zu Orchideenlila. Ja, so schön. Und in der Mitte ist ein Strassstein, den ich tatsächlich in Nachtblau eingefärbt habe mit dem Blend. Kann das so ein bisschen erkennen. Und einen ganz kleinen Fitzel von diesem Glitzerband, sehr was üppig, ja, sehr üppig. Aber ich finde das nicht so das schön. Das ist schön, es ist nur dunkler. Es ist dunkler, ja. Es ist ja, aber doch. Ist nicht so meins. Aber für meine Nichte war das toll, weil es glitzert halt so ein bisschen, nicht? Also die hat das zum Geburtstag, ich habe ihr so ein Lesezeichen gemacht und die ganzen Farben reingehauen und damit kann sie jetzt umherwedeln. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer richtigen, also deswegen gibt es jetzt auch einige Karten mit mir, wo ich nämlich Orchideenlila mit Nachtblau dann kombiniert habe. Hier noch mit Schiefergrau zusammen und Babyblau. Also eine Vierer-Kombination. Und da sie aber so sehr gleich sind, die Farben, kann man ruhig 4 Farben immer zusammen machen. Also die müssen sich bloß immer 2 müssen sich immer so ein bisschen ähneln, damit das nicht zu bunt wird. Es sei denn, man will es bunt haben, aber ich will es ja nicht so bunt haben. Und hier habe ich das Ganze mit 3 von den InColor gemacht, die Karte. Und zwar mit Karibikblau, mit Orchideenlila und natürlich mit Nachtblau. Und für eine Unterwasserwelt fand ich das ganz passend. Ja. Und Anja hat auch gebastelt. Und zwar auch mit das ist ihre Orchideen-Lila-Karte, aber gemattet mit Nachtblau. Und das sieht wirklich total schön aus. Und ein bisschen, was hast du da? Sehen, das sieht aus wie Sommersorbet und Glutrot. Ja, aber vom Prinzip ist es fast monochrom, also ja. Weiß-Blau-Töne. Mhm, genau, wenn man das so hier mini-roten Tupfer. Mhm, genau. Also immerhin 3 der 5 neuen InColor drauf. Ja.
Was ich auch total schön finde, das mit kühleren Grüntönen zu kombinieren. Das ist mit Seladon. Das sieht jetzt ein bisschen, hier sieht es ein bisschen in der Kamera ein bisschen anders aus. Aber deswegen sagen wir ja immer die Farben, weil das ist ganz schwierig, Originalfarben in der Kamera abzubilden. Ja. Und wir wissen auch nicht, wie dein Monitor zu Hause kalibriert ist. Genau, also das ist auch. Und hier, also Seladon mit Minzmakrone. Ich habe mir das drin immer aufgeschrieben. Ja, Minzmakrone und natürlich Orchideenlila. Was ich auch sehr harmonisch finde. So. Tanja hat die oberste Reihe voll gelegt. Ja, deswegen ein So. Sonst versuche ich, ein So zu vermeiden. Solche Marotten merkt man besonders, wenn man zu zweit Videos aufnimmt. Ja, genau. Und ich habe hier das Nachtblaue nochmal geprägt mit dieser Holz 3D-Prägeform. Und ich habe verwendet, ich muss ablesen, Jade, Bermuda-Blau und das ist Aquamarin. Und auch in allen Farben gestempelt nochmal. Aber ich finde, das ist auch sehr harmonisch. Sehr, sehr schön. Und was hast du für einen Kreis genommen? Das ist, ist das auch aus dem Männerset? Ja, das ist aus dem Männerset. Aus dem Männerset, das sieht aus, genau, wie ein riesen Kronkorken. Ja, ich mag den total gerne. Ich mag ihn auch total gerne. Und wenn man da drüber stempelt, weil er ja geprägt ist hier so ein bisschen, hat man so eine durchbrochene Linie. Ja. Und das, ich mag es total gerne. Das Ganze kann man auch ein bisschen maritim machen mit Nachtblau. Oh, schön. Und auch wieder mit Aquamarin. Und hier habe ich Savanne benutzt. Und ja, das waren drei Farben. Genau. Also ich habe entweder drei Farben genommen oder vier Farben. Und ja, also ich finde das auch sehr schön. Und hier habe ich tatsächlich mal reingestempelt. Hier kann man noch meine Farben sehen. Deine gestempelte Muschel. Das ist meine gestempelte Muschel, weil ich habe gedacht, nee, ich mache nicht überall. Ja, war ein bisschen Zeitdruck, das Ganze schnell zu basteln, schnell zu veröffentlichen und dir zu zeigen zu können. Ja. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, schöne Farbkombinationen rauszusuchen. Und die wollten wir auch als PDF-Datei zur Verfügung stellen. Ja, wenn du Interesse hast. Genau. Ne, für wenig Geld. Wir haben die im Bildbearbeitungsprogramm gemacht. Genau. So als Arbeitshilfe. Und wir haben jeweils einen Platzhalter, dass wir ein Foto von unserer Karte reinpacken können. Also, dann kann man immer ein Beispiel, eine Kartenbeispiel mit der Farbkombination sehen. Also da bräuchten wir deinen Kommentar unter dem Video dazu. Genau. Und was ich auch total schön finde, ist Lindgrün mit Nachtblau, weil Lindgrün ist ja die hellste grüne Farbe, die wir überhaupt besitzen. Man muss auch beim Stempeln, am besten mit dem Stemperatus, wenn man zweimal stempeln muss, damit man das ein bisschen mehr erkennen kann. Und ich habe es mit, habe ich Granit oder ich muss, Schiefergrau ist das. Weil gestempelt sieht es, wirkt so ein bisschen nach Granit, aber es ist Schiefergrau. Und auch da der Farbkarton ist auch Schiefergrau. Und mit Grün mag ich das auch. Ich habe, jetzt muss ich Farngrün, nee, Waldmoos und Farngrün, ja beides. Und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr harmonische Farbkombination. Und ich mag diesen Stempel. Ich hatte ja nicht so viele. Behauptet Tanja jetzt, es war auch so einfach, sich mit ein paar Stempeln richtig auszutoben. Ne? Ich habe auch mal mit Vanille pur gearbeitet und mit Seladon und Lodengrün das kombiniert, was ich auch ganz schön finde. Aber ich bin eigentlich immer ein Grundweißtyp eigentlich eher. Obwohl, das sieht ein bisschen wärmer aus jetzt. Und ich habe auch noch mit, das müsste Lodengrün und grüner Apfel sein. Ist auch noch Vanille pur, ne? Ist auch noch Vanille pur. Also gerade weil Lodengrün ja auch so sehr dunkel ist, fand ich Vanille pur da ein bisschen schöner zu. Und noch eine Farbkombination, diesmal nicht mit Lodengrün, sondern mit Espresso und Olivgrün, genau. Und
weil ich wollte ja versuchen, alle Farben zu benutzen. Ich glaube, ich habe eine Farbe ausgelassen. Rate mal, welche? Es war Flamingo-Rot. Ich hatte eine Farbkombination rausgesucht mit Flamingo-Rot und es gefiel mir nicht. Und hier habe ich ein bisschen mehr Karibikblau mal genommen zu dem Nachtblau. Und mit, was ich eine super schöne Farbkombination finde, unser Papageiengrün mit grüner Apfel das kombiniert. Das ist eine absolute Mega-Kombi. Ja, echt. Ja, also die passt gar nicht mit Olivgrün und passt super mit grüner Apfel. Und ich habe auch Minzmakrone benutzt und Gartengrün, es wirkt so dunkel, aber es ist Gartengrün und Lindgrün. Lindgrün ist immer so eine heimliche Favorit. Wir machen es nicht so viel beim Video, weil es ist immer sehr, sehr schlecht zu erkennen. Nicht? Wenn es gerade weiter weg ist, verschwindet Lindgrün immer so ein bisschen. Tanjas Tisch füllt sich immer mehr. Ja, genau. Hier mit Seladon und... Jetzt muss ich selber gucken, weil ich habe da drauf gestempelt. Und ich habe Sahara-Sand genommen. Das ist auch, das könnte man auch ein bisschen maritimer machen. Also ich habe jetzt so ein Blumendings da genommen. Garten-Eden nenne ich dieses Set immer, ja, ne? Ich weiß gar nicht, das heißt, glaube ich, anders. Aber ja, irgendwas mit Garten-Eden. Aber die Serie von Garten-Eden genau, war das. Hier habe ich Wildleder und Tannengrün genommen. Das könnte ich mir tatsächlich mit Wildleder und Tannengrün auch zu Weihnachten vorstellen. Ich dachte, du wärst bei Herbst, aber... Ja, Herbst, ja. Nicht? Aber so würde aber ich Tanja hat im Gegensatz zu mir noch keine Weihnachtskarten gebastelt. Bei Blautönen hat sie festgestellt, zu Recht, bastelt sie sowieso nie so viel Weihnachtskarten in Blau. Ja. Und ja, vor allen Dingen, Karibikblau wäre jetzt überhaupt für mich nicht weihnachtlich, gar nicht. Eine Kugel vielleicht. Ja. Jetzt kommen hier meine Karten mit ein bisschen Gelbanteil. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Wir haben, das müsste Mangogelb sein, ja, und Osterglocke. Und die Farbkombination sieht ein bisschen frischer aus hier. Und das Ganze auch noch mit Bermuda-Blau, weil Bermuda-Blau und Nachtblau finde ich auch sehr schön zusammen. Ja, sehr, sehr schön. Und die Farben sind Mangogelb und Safrangelb. Das ist Safrangelb. Da gefällt mir Gelb auch mal richtig gut, wenn es so mit Blau ist. Und Safrangelb und Mangogelb, weil Mangogelb mag ich total gerne, obwohl ich ja kein Orangetyp bin. Aber und in Kombination mit Orchideenlila sieht das Ganze sehr lebendig aus und sieht schön. Fast aus wie unser Himmel draußen gerade. Wir haben nämlich so eine orange Sonne und so einen blauen karibischen Himmel. Passt. Und Anja hat genau die gleiche Kombination. Oder fast. Doch. Mangogelb und nee, aber du hast Osterglocke. Genau, du hast Osterglocke genommen. Aber sieht nicht, also und da habe ich auch diese dezenten, diese ganz dezenten, aber die kommen da wirklich gut Embellishments, Strass, wie auch immer. Ja, ja. Genau. Und Anja hat nochmal eine schwarze Karte gemacht, finde ich auch klasse. Nicht? Also schwarze Grundkarte und wunderschön koloriert. Und wenn man kein Weißring reinklebt und ich habe es noch nicht, dann braucht man auch nicht schreiben. Da braucht man gar nicht schreiben. Dann sagst du, musst du einen Silberstift nehmen. Das stimmt. Und jetzt meinen heimlichen Favoriten. Nein, das ist noch nicht mein heimlicher. Oder doch. Terracotta und Chili zusammen. Ne? Terracotta und Chili mit Schiefergrau. Und beinahe hätte ich noch mein Nachtblau vergessen, weil eigentlich habe ich halt so einen langen und jetzt habe ich den da noch ein bisschen runtergeschubst, weil ich natürlich auch Nachtblau als Farbkarton da drunter haben und wollte. Und Tanja hat sehr dezent schmal gemattet, weil sie hat ja jeweils immer die Hauptfarbe gemattet, aber ganz hauchdünn. Ja, einmal... Weil wir auch nicht so viel Farbkarton hatten. Wir hatten nicht so wirklich viel Farbkarton in Nachtblau, konnten wir nicht vorbestellen. Und das ist kein Farbkarton. Also es ist kein original durchgefärbter Nachtblau. Es ist kein original. Ich habe ihn mit einem dunklen Blend
die Ränder von einem grundweißen Farbkarton eingefärbt. Das ist mal ein Satz, kann man und, so sagen. Und man trifft genau die Farbe. Ja, also perfekt. Das insofern, aber ich jetzt sieht meine und Spitze auch nicht mehr so schön aus, weil ich wirklich über, nicht, wie viele Karten? 30 Karten habe ich gemacht. Ja. Aber die Hälfte hast du, oder einen Teil hast du original gemattet und einen Teil hast du koloriert, ne? Nee, alle koloriert. Du hast ja alle koloriert. Ich habe sie alle koloriert, okay. Weil ich wollte ein bisschen was in Reserve haben. Ich dachte, mein Nachtblau war mir so heilig. Das ist der Witz, wenn man eine Vororder hat und noch nicht so viel machen kann. Genau. Ne? Und die Farbkombination mit Himbeerrot und Frisienlila. Ich liebe sie. Die finde ich auch wirklich toll. Und jetzt kommen wir zu einer Karte, die ich gar nicht schön finde. Ah, die Karte ist sehr schön. Aber das Blütenrosa da drin, ich dachte, weil Koralle ist ja auch immer so ein bisschen rosa-orange-mäßig. Aber deine Schlingpflanze im Blütenrosa Die geht nicht, die geht gar nicht. Aber die Kombi ist schön, nur dein Motiv ist ein bisschen interessant. Also, ja, man hätte vielleicht da Flamingo-Rot nehmen sollen, tatsächlich. Das wäre ein bisschen kräftiger gewesen. Aber auch sowas muss es mal geben, dass man sich so ein bisschen vergreift. Oder man, besser als im Ton vergreifen. Ja, genau. Ja, ich habe mir das ja ausgesucht. Ich habe mir meine kleinen Kärtchen so nebeneinander gelegt und sie dann abfotografiert. Kann man hier drin ja auch so ein bisschen sehen. Und hier habe ich Espresso, Merlot-Rot, Kirschblüte genommen und Nachtblau. Und das ist auch eine Farbkombination. Mal Merlot-Rot und Kirschblüte finde ich auch sehr, sehr schön zusammen. Und das ist Espresso noch ein bisschen. Da habe ich auch noch ein bisschen gestempelt. Also, weil ich ja vier Farben unterbringen wollte. Ich würde, glaube ich, das nächste Mal Espresso kann man weglassen. Ja. Ist nicht notwendig für diese Karte. Jetzt muss ich ein bisschen enger machen, weil ich habe nämlich noch ein paar schöne. Und zwar, meine Lieblingskombination ist tatsächlich Himbeerrot. Oh, so schön. Mit Nachtblau. Ja. Und das müsste Granit sein. Ja, Granit und Babyblau. Sehr, und sehr, sehr die schön. Farbkombination, die mag ich auch total gerne. Und da hast du die Etiketten nach Maß, ich weiß gar nicht, nicht die Etiketten nach Maß, diese Doppelstanze benutzt, diese Handstanze, die diese Wimpelstanz da, ich meine, genau, die habe ich, die haben wir doch noch. Die haben wir noch, die macht einmal entweder so ein, genau, ich zeige die mal, drin, ne? Oder also ich so ein. Und die hat mir, weil ich konnte ja nicht so viel Blau nehmen, Nachtblau. Ja. Genau. Und da mir ja Himbeerrot so gut gefällt, habe ich das gleiche nochmal mit Brombeermus. Und damit es nicht ganz so dunkel wird, habe ich ein bisschen Karibikblau auch mit reingeschummelt. Und das, weil sonst wird es zu dunkel. Nicht? Also, aber eine schöne Farbkombination. Du kommst heute nicht hin. Nee, ich komme jetzt heute nicht hin. Ups. Jetzt ein bisschen peppiger. Das Ganze mit Wassermelone, Kirschblüte, Saharasand, glaube ich. Ja, Saharasand habe ich genommen. Und da kommt auch dieses Nachtblau so richtig schön durch, gerade diese beiden Farben. Man denkt erst, die beißen sich, aber ich finde die ganz witzig die mögen zusammen. Sich. Die mögen sich, weil Anja hat auch die Farbkombination rausgesucht und hat dazu noch Orchideenlila genommen. Und also es ist mein Kartenbeispiel für Orchideen. Ja, ne? Aber sehr viel Nachtblau halt für mich. Ja. Und genau, und du hast, ist das? Bonbonrosa und Wassermelone. Ja, Bonbonrosa und Wassermelone. So wie du gesagt hast, immer zwei zusammenpassend, hell, dunkel. Genau, also das ist, und dann. Und wie deine Mama sagen würde, dreh sie nochmal um. Ach, ja. So wäre sie fröhlich. Ich habe es ja ein bisschen traurig gemacht, ne? Genau. Ja. Aber. Naja, was heißt traurig? Aber es ist eher eine Trauerweide. Und ich habe auch mit Wassermelone und Bonbonrosa. Ich war nochmal. Ach, das war auch Bonbonrosa. Ja, ja, stimmt. Also gleiche Farbkombination. Ja. Und je nachdem, wie viel Weißanteil drin ist, sieht es ein bisschen kräftiger aus oder ein bisschen zarter. Ja. Und ich wäre eigentlich mehr bei der zarten Variante. Genau. Und ich habe hier mit Nachtblau auch nochmal drauf gestempelt. Das finde ich auch sehr schön. Also dieses Nachtblau zu stempeln irgendwo drauf. Ich hatte Orchideenlila gestempelt.
Ja, da ist ja auch deine Orchideen-Lila-Karte eigentlich, nicht? So habe ich das nicht auch gemacht. Und noch mal eine schwarze Variante mit gemattet. Man kann es, nicht? Es harmoniert so gut, dass man diese Mattung, die geht fast unter, nicht? Das sieht so schön aus, nicht? Von dunkel zu hell. Und da fand ich, da leuchtet das Orchideenlila außen eben auch nochmal so richtig bloppend hoch. Genau. Und das Bonbonrosa unterm Orchideenlila ist ja so ein bisschen Schrägeffekt. Mhm. Aber Nachtblau und Orchideenlila ist eine super tolle Kombi. Und ganz wichtig, so ein bisschen mit Strass das Ganze nochmal ein bisschen auflockern, weil sonst wird sie duster. Ich habe auch nochmal eine lila Variante gemacht. Und zwar mit Heideblüte, Friesenlila, Orchideenlila, ganz viel Lila halt. Und Nachtblau. Und da habe ich nämlich auch mal diese kleinen süßen, sehr glitzernden Steine genommen. Aha. Weil ich hatte vergessen, hier bei den Blumen in Heideblüte zu stempeln. Weiß nicht, ist mir irgendwie entfallen. Und ich dachte, Mensch, da fehlt doch irgendwas. Und deswegen habe ich hier nochmal gestempelt und dann habe ich gedacht, ach, so ein bisschen Glitzer kann da noch rein. Wir kommen jetzt auch schon zu meiner letzten Karte. Und der Tisch ist ja auch schon übervoll, entschuldige. Der Tisch ist voll, genau. Und die Kombination ist Amethyst und Minzmakrone. Auch so schön. Und und auch in Grundweiß. Also wirklich nur diese drei Karten mit Vanille pur. Aber so ist es. Und diesen Kreis, den liebe ich ja, der ist fast überall drauf. Und kannst du noch mal deine Lieblingskombis bzw. Karten raussuchen? Ja. Also, einmal ist es diese Kombination mit Babyblau und Orchideenlila und ein bisschen Granit, also eine neutrale Farbe noch dazu. Und wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Eine von denen, wo du erwähnt hast, dass du so schön fandst. Die fand ich hier auch so toll. Genau. Also mit Himbeerrot. Himbeerrot, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und welche fand ich auch noch so schön? Ja. Also nicht, dass sie nicht alle schön sind. Aber da mag Anja nämlich auch mal Gartengrün, weil absolut. Es ist Gartengrün mit drin. Ja. Aber es ist schön. Ich mag sonst kein Gartengrün. Nee. Da ist es schön. Genau, weil drei verschiedene Grüntöne und ein Blauton funktioniert einfach. Ja, und genau. Und die Muss-Kombi ist Orchideenlila mit Nachtblau. Absolut. Das ist, also, das muss man einmal mal gebastelt haben. Es hat uns wieder viel Spaß gemacht, dir die neuen InColor 2022 bis 2024 zu zeigen. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir unser Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!